Es freut mich, Ihnen die Zeichnung Fütterung der Kätzchen von Ernst Albert Fischer-Körlin vorstellen zu dürfen. Die kleine Katzenmutter. Wohl Tochter, Mutter und Großmutter haben sich im Sonnenlicht versammelt, um einen Wurf Kätzchen zu füttern. Die Mutter und die Großmutter halten die quirlig verspielten Tiere auf den Armen, während das junge Mädchen zwei der vier Kätzchen mit Gebäck füttert. Zusätzlich steht ein kleiner Milcheimer und eine Schale Milch bereit. Die Frauen und das Mädchen betrachten die possierlichen, noch blinden Tiere bei der Nahrungsaufnahme. Eine aus dem Alltag gegriffene Szenerie, die aber auch eine allegorische Dimension beinhaltet und die mütterliche Fürsorge zur Darstellung bringt. Es sind drei Generationen gezeigt, wobei die Großmutter und die Mutter bereits Mütter sind. Sie bieten der Jüngsten die Kätzchen nicht allein dar, sondern gewahren voll stolzer Aufmerksamkeit auch die mütterliche Fürsorge, welche die Kleinste den Kätzchen entgegenbringt. Wie die Kätzchen wird auch sie heranwachsen und selbst zur Mutter werden, sodass das Bild auch eine Allegorie auf das immer wieder neu beginnende Leben ist. Dazu passend scheint von rechts die Morgensonne ins Bild. Die Lichtqualität mit ihren hellen und dunklen Flächen hat Fischer-Körlin meisterhaft mit dem schraffierend eingesetzten Bleistift herausgearbeitet, was sich insbesondere im Gesicht der Mutter und im Geflecht ihres Hutes zeigt. Obwohl das Fachwerkhaus im Hintergrund einzig angelegt ist, handelt es sich nicht um eine Skizze, sondern um eine ausformulierte Bildidee und damit um ein eigenständiges und dementsprechend signiertes und datiertes Kunstwerk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Qualitäten dieses Kunstwerks etwas näher bringen können.